Hallo Leute und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Diesmal auch mit Ingame-Sound, wie man schon hört. Den hatte ich wohl irgendwie aus Versehen doch aus, wie auch immer ich das geschafft habe. Ich dachte extra, ich hätte ihn angeschaltet und dann sagt mir das Spiel einfach, nö, ist nicht. Naja, jetzt gibt es ihn auf jeden Fall. Gefällt mir schon mal einen guten Tacken besser. Ein bisschen Musik im Hintergrund. Und wir können direkt da weitermachen, wo wir aufgehört haben, durch diesen Tunnel hier noch durchzubullen, bis wir den Dumpstone dann erstmal ganz hinter uns lassen können. Schade, dass es kein Designation gibt, wo man sagt, ignoriere das Feststellen von Dingen, die dir nicht gefallen, oder ignoriere das Feststellen von Dumpstone. Sodass man die Zwerge dann dazu zwingt, durchzugraben, ohne ja jedes Mal extra klinken zu müssen, weil das halt schon ein bisschen nervig ist. Mir scheint, wir haben jetzt alle durch, die es da gab. Und jetzt verziehen sie sich woanders hin, irgendwo graben wahrscheinlich jetzt. Oh, hoffentlich, ja, sehr schön. Sie arbeiten an unseren Steinen. Ich überlege, das einfach mal so zu machen, dass ich hier im Endeffekt ein bisschen was frei mache, dass man da runter gucken kann. Erstmal sollen sie da zusehen, dass sie da durchkommen. Wie gut seid ihr? Expert Miner und Professional. Der eine hat sich also schon verbessert. Haben natürlich beide mit 5 Punkte Miner angefangen, so wie das bei mir eigentlich immer der Fall ist. Rocklight dürfte nur ein Stein sein, oder ja. Wir kriegen da leider auch noch nicht so viele raus, aber immerhin schon mal welche, die dann noch direkt hochgetragen werden. Man hier sieht, Store Item mit Stockpile, The Plans, Construct Building, das ist doch alles sonst in Ordnung. Stock Win Win, dick, dick. Ja, ist okay. Und wir können uns mal hinstellen. Nein. Da wollte ich lang. Hier unten schon mal ein paar mehr, noch zwei Masons hinbauen. Haben wir jetzt auch wieder andere Steine für zur Auswahl. Mal Schist. Und dann werde ich auch bald schon anfangen müssen zu planen, wie ich hier oben eine Mauer drumherum baue. Ich denke, ich werde es echt so machen, dass ich das ein bisschen in die Breite ziehe. Oder? Sorgt noch nur für mehr Bewegung. Ne, ich denke, wir halten das hier oben recht schmal. Da muss gar nicht so viel so lange rein. Und werden dann nämlich, ha, ich habe ja eine Maus, wir werden dann hier nochmal einen Tunnel lang graben, sodass dann im Endeffekt ich dafür sorgen kann, dass auf 4 Seiten Wasserbewegung ist. Und damit dann sichergestellt ist, dass keiner so leicht in unsere Festung reinkommt. Deswegen habe ich auch recht viel Wert darauf gelegt, dass wir so viele Masons haben und Leute, die im Zweifelsfall Construct Building mit drin haben. Mechanic Workshop werde ich noch brauchen. Da kann ich mir eigentlich auch hier was ausheben. Aber ne, ich sollte in der Nähe der Steine machen. Weil den lasse ich auch mit Steinen arbeiten. Dann setzen wir den mal hier mit hin. Sie zumindest schon mal einen dafür ausheben. Und das war natürlich ein bisschen doof, fällt mir gerade mal so auf. Wir machen das einen Tacken anders. Machen es nämlich so, dass ich dem dann direkt einen Stockpile drumherum setzen kann, in der die Mechanics reinräumen soll. Dass der möglichst zügig arbeiten kann. Ich hoffe, das wird funktionieren. Und mir fällt gerade auch was anderes ein, nämlich. Oh Gott, wo ging das denn nochmal? Ging das direkt so? Ja. Setting Stone. Ich muss nicht mal bestimmen, was da an Stones. Metal Ores sollen raus. Block? Nein, das war. Economic Others reicht an der Stelle vollkommen. Und hier werden wir das nämlich auch machen müssen. Dass wir den Teil rausschmeißen. Weil sonst werden uns da die alle mit reingelagert und das möchte ich eigentlich nicht. So, gab es hier sonst noch das? Ja, Wheelbarrow, die sind sehr neu und auch sehr cool. Da kann man jetzt Handkarren sich bauen und die sorgen dafür dann halt, dass man die zum Stockpile befüllen nimmt, was das Ganze wesentlich schneller macht. Ja, das ist okay so. Jetzt nur die Frage, wo man die vielleicht bauen kann. Guli ist hier schon hier. Ob man hier Wheelbarrows bauen kann? Ja, es gibt auch Minecarts und hier kann ich mir Wooden Wheelbarrows bauen. Dann werde ich davon auch schon mal welche in Auftrag geben. Und ich glaube, man kann mal maximal 3 zuweisen. Ja, das machen wir da dann nämlich auch. Dann werden 3 Stück für den jeweiligen Stockpile bereitgestellt. Wie sieht es mit unseren Zwergen hier unten aus? Oh, sind nicht mehr da.
Einer dickt gerade noch, ich weiß noch nicht, wo ist es, aber gerade wieder auf dem Weg dahin. Wir fangen da an, das finde ich gut, dann können wir den Mechanics-Workshop schon mal fertig machen. Ich kann mich hinstellen und mir selbst auch mal Mechanics zuweisen zum Erstellen, auch wenn ich die gar nicht zwingend brauche. Ich habe wohl gerade Steine hochgeholt, das macht momentan ein ordentlicher Teil. Ich kann mich mal hinstellen und kann ein paar Hotkeys zuweisen. Wo war denn Hotkeys nochmal? Müsste hier irgendwo mit drin stehen. Hotkeys groß H. Ha. Das zoomen wir mal hier und nennen Gate ist als Name vollkommen richtig. F3 zoomen wir mal hier hin. Nennen es Work. Soll ich den, den ich noch drin habe, mal F3 zu drücken, wenn ich zu meinen Arbeitern möchte? Da ist leider immer noch nichts ausgekommen, obwohl ich das jetzt langsam gerne mal hätte. Was steht er denn da jetzt? Achso, er hat sich da mittendrin schlafen gelegt. Also macht Raven DLP jetzt mitten in seinem Schlafplatz in, auf dreckigen Erdboden ein Nickerchen. Ja, wir haben leider auch noch keine Schlafbaracke. Die werde ich, wie mache ich das mit der? Ich denke, die werde ich erstmal oben weiter in einem der irgendwann geplanten Stockpiles mit reinbauen, wenn wir die Leute schlafen lassen. Fällt mir auch ein, ich muss mich bald mal hinstellen und Betten bauen. So, Workshops. Mechanics Workshop. Was hast du nochmal für eine Taste? T, okay. Kommt dahin, wird das direkt gemacht, ist in Ordnung. Oder wir bauen das erstmal hier rein. Ich überlege, ob ich das hier nicht zu meiner Hauptstrecke, wo Küche und Schlafräume erstmal hinkommen, also das heißt Küche, wo Kitchen, also Essbereich, na, nicht Kitchen, Dining Room, so rum, hinkommen gemacht wird. Ich bin interessiert, ob der Sound Sense jetzt funktioniert, aber mir scheint eher nicht, denn ich habe davon noch nichts gehört. Was eigentlich schade ist. Werde ich wohl noch mal gucken müssen. Dann wird das wohl hier hinkommen. Und dann wird im Endeffekt da noch ein zweites Treppenhaus hingebaut. Aber bis dahin könnt ihr hier auf jeden Fall erstmal Steine raushauen. Das ist schon in Ordnung. Und dann die anderen arbeiten. Das Treppenhaus werde ich jetzt noch nicht planen. Da haben wir noch ein fertig. Hier fangen wir mal an mit Betten bauen. Nein, Moment. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte keinen Garden Rack. Ich hätte gehofft, dass W auch hier die Abkürzung für den Wheelbarrow ist. Wie mir scheint, hat der noch keine Abkürzung. Schade. Ja, lassen wir das erstmal so. Bei den Craft Drafts Shops sind netterweise auch schon einige Sachen hier. Das heißt, man kann sich hier schon mal hinstellen und kann Nestboxes erstmal bauen für unsere Hühnchen, die wir ja brauchen werden. Ich muss mir auch noch überlegen, wo ich die hinplatziere. Wobei, direkt habe ich hier unten nicht genug Platz. Das werde ich dann in den linken Teil hier hinten bauen müssen. Das hier hin werde ich da bauen können. Das heißt, man kann sich dann hier hinstellen und die Hühnchen platzieren. Sehr schön. So, und auf der anderen Seite kommen dann natürlich dementsprechend die Eier hin. Da hat das vorbei. Nee, das macht keinen Sinn, die Eier dahin zu packen. Die Eier sollten gegenüber von unserer Küche sein. Das heißt, wir werden hier noch einen Stockpile hinbauen, in den wir die Eier lagern. Dinge gestruckt, das ist okay. Das wird da schon ausgehoben, ist auch in Ordnung. Die Ingame-FPS läuft gerade sehr gut, das gefällt mir. Die eigentliche Grafik-FPS, das habe ich deutlich runtergeschaltet, dass das Ganze noch ein bisschen schneller läuft. Dumbstone, ich hasse dich. So, lassen wir erstmal ein bisschen ausheben. Alle nicht so oft alles wieder einstellen muss. Da kommen wir also ohne Probleme bis dahin durch. Das heißt, ich kann die hier schon aufgeben und für die hinteren vier wird er dann auch nochmal meckern.
Und der zweite von euch, der ist gerade woanders graben. Aha. Oh, der fängt da an. Das ist sehr gut. Wie bei Sandboden. Ich hoffe, auf Sand wachsen die Sachen auch. Aber ihr habt da natürlich nicht zu Ende gearbeitet, ihr Pappnasen. Ist immer wieder typisch. Aber es dürfte gutes Training geben. Great Miner, Accomplished Miner. Ja, die sind sehr schnell sehr gut, dadurch, dass sie sich durch so viel Erde durcharbeiten können. Im Endeffekt hier nur zählt, nicht zählt, was man abbaut, sondern nur wie viel. Und die bauen dadurch natürlich sehr viel ab. Was macht der Rest so? Gather Plants, Star Item Stockpile, ja. Das ist okay, auch wenn wir bald oben wieder weiter holzen müssen. Und wir können uns schon mal ein bisschen planen, wie ich das hier machen werde mit dem... Ja, da stehen mir Bäume im Weg. Ich möchte den so hier gerne haben. Aber da sind noch zu viele Bäume. Wir stellen uns bei McWoody mal hin. Und nehmen dir zumindest das Stonehauling weg. Damit du dich wieder um andere Dinge kümmern kannst. Dann gehen wir wieder zu unseren Minenarbeitern. Das ist ja momentan irgendwie das Spannendste, was hier passiert. Wenn sich da schon gut durchgesägt haben. Wir können schon mal... was wollte ich denn hier haben? Kitchen war nicht... Eine Destille muss ich auf jeden Fall... Kann ich hier schon mal hinbauen? Und Kitchen, da unten ist Z war die Taste. Genau, ich erinnere mich wieder. Auch aus Chist. Ich liebe aus Stein haben die Sachen alle. Wie sieht der Sandboden ja schon komisch aus. Aber der Sandboden hat auch einen Vorteil. Wir können uns hinter Glas machen. Das heißt, man könnte tendenziell zum Beispiel so schön hier unten in den Bereich einen Glasfußboden machen. Ich stelle mich gleich auch wirklich schon mal hin und lasse hier den Rand drumherum ausheben, wie ich das immer gerne mache. Und dann hebe ich mich hier einen Raum aus, in den ich erstmal ein paar Betten lagern kann, dass wir einen Schlafplatz bekommen. Das ist irgendwie alles noch nicht so schön, aber es ist erstmal okay. Und ich glaube, ich werde es eher so machen, dass ich hier hinten unsere Festung weiterhin baue. Also dass ich im Endeffekt, ich kann ja schon mal ein bisschen aufzeichnen, wenn mir das nicht so... Im Endeffekt hier das zweite Treppenhaus hinbaue. Und dann hier größere Eingangshallen kommen. Und dann kommen hier eine größere Begrüßungshalle. Hier unten wird es zum Essbereich gehen, denn dann machen wir das hier so, dass ich... Da kommt wieder eine Tür hin. Ja, jetzt ist die Frage. Ich finde es eigentlich schöner, wenn die Küche, der Essraum im Endeffekt hier hinten läge. Und vorne weiter das Lager. Aber ich weiß, dass es platztechnisch kacke ist, wenn ich die Küche nach hinten baue. Deswegen kommt die hier hin. Also nicht die Küche, den Essraum. Und das Lager kommt dann hier dran. Mittig. Nein, ist nicht mittig. Dann nehmen wir es wieder vorbei. Unten sind 6. Unten sind 7. Ist nicht mittig. Dann machen wir einfach eine Doppeltür draus. So. Und hier oben machen wir auch noch Doppeltüren draus. Und ich glaube, für unseren Kücheneingang selbst hier machen wir uns auch Doppeltüren. So, und hier wird dann nämlich etwa unser Chefbereich hinkommen. Und hier oben wird der Schlafraum hinkommen. Da werde ich diesmal wahrscheinlich was ausprobieren, dass ich das über verschiedene Ebenen verteile. Und das hier wird halt erstmal als Dormery, also eingebaut, dass man da erstmal ein bisschen schlafen kann. So, wie sieht's hier aus? Ihr seid da noch zugange und jetzt geht ihr wahrscheinlich gerade wieder runter, die Dormery bauen und irgendwas ploppt da im Hintergrund auf. Ach, das ist nur der Hinweis, dass Antje hier festgestellt hat, dass es geupdatet wurde und deswegen Werbung raushauen muss. Ja, das kann ich ignorieren. Ach, verdammt, ich klicke mich immer aus dem Spiel raus, wenn ich die Maus wegbewege, warum auch immer. Ja, und Antivi hat sich geupdatet. Sehr schön. Danach dürfte das Spiel wieder ein bisschen schneller laufen.
Lästiges Antiviren-Scheißteil kann man ja leider nicht auslassen. Das ist ja das Schlimme daran. Aber es läuft damit doch schon mal ganz gut für den Anfang. Ja, du findest mal wieder nichts. Das ist irgendwie... Was ist das denn da? Raven, ein Raben. Ja, das kann natürlich auch ärgerlich werden, wenn die anfangen, uns hier zu ärgern. Ich muss natürlich zusehen, dass ich... Ja, die hauen zum Glück scheinbar ab, wenn wir in ihre Nähe kommen. Ich zusehen, dass ich möglichst viele Sachen schnell in unten reinbekomme. Und ihr buddelt da wie nichts Gutes durch den Sand durch. Wir werden natürlich schneller mehr Steine brauchen und mehr Masons, damit ich den Fußboden hier im Endeffekt zubauen kann. Auf jeden Fall können wir uns jetzt schon mal hinstellen. Wir können hier unsere eigentliche Zone für Hühner bauen. Und zwar die Säue lassen wir erstmal alle oben, weil ich nicht weiß, wie gut die sich da verstehen. Die habe ich mir aber auch extra mitgenommen, damit man da vielleicht mal zwei Stück züchten kann. Drake, sehr schön. Haben wir zufällig schon Nestboxes? Ja, schade, leider noch nicht. Das wäre auch zu cool. Dabei hat unser Mr. Glacier macht gerade welche, sehr schön. Genau, der hat die nämlich auch drin. So, Stockpile. Einmal für den ersten für Food. Sollte ich aber vernünftig platzieren. Und zwar hier erstmal alles geblockt und dann kommen da Eggs rein, außer Hühnereiern. Oh Gott, gibt es hier alle viele Eier. Wo finde ich denn hier meine Hen-Eggs? Aha, ich habe bisher keine Hen-Eggs gesehen. Doch, da. Ich bin noch ein Genie, ich war auf der ersten Seite direkt. Duck Eggs nicht, Duck Eggs wollen wir schon mal einlagern. Und die Hühnereier noch nicht, sodass wir dann da halt hinter mehr Hühner bekommen. Hast du hier jetzt weggebaut oder nicht? Ach nein, das sollte gar nicht, Upsala. Also wenn man über den Schlachter rein. Ich finde, diese helle Farbe von allem macht das hier sehr schwer, sich dazu das zu durchschauen. Und wir können hier schon mal den Key Nummer 2 hinzoomen und nennen das Ganze dann Living. Ich weiß, wo das ist und wo sind jetzt meine Jungs hin unterwegs. Wo grabt ihr gerade? Ach, ihr tragt gerade Tiere rüber. Ja, das kann ich leider keinem verbieten. Mich nervt ja auch noch eine Fliege dabei. Ätzende Viecher. Jeden Abend schlage ich hier eine Fliege tot, am nächsten Tag ist wieder eine da. Warum auch immer. Nervige Scheißteile. So. Tiere werden rübergetragen, ja. Wir hatten ja hier unten schon mal ausgehoben. Ich werde mich mal hinstellen. Wo sind Waffen? Wahrscheinlich zählen die P. Wir werden hier erstmal einen kleinen Stockpile für Waffen machen, denn da müssten dann die Picks gelagert werden, wenn ich das richtig sehe. Also die Pickaxes, die ich noch mit habe. Und so Battleaxes, bla bla, Picks, genau. Die haben wir nämlich zwei Stück ja noch in unserem Wagen drin. Die möchte ich auf jeden Fall schon mal runtergeräumt haben. Dass du die. Ah, der Zerkuran fischt gerade. Wo fischt er denn? Ah, dann ist er unterwegs. Fische fangen. Sehr schön. Auf jeden Fall gut, da schon mal nach im Rand zu bekommen. Bis wir hier diese kleinen Farmplots ausgehoben haben und da selbst welche anbauen können. Strike to Moonstone. Ach, da unten, ja. Jetzt ist die Frage, haben wir schon Betten fertig? Ja, sieht auch gut aus. Sehr schön. Ja, du nimmst möglichst viele Fässer, das ist auch richtig so. Nestbox. Können wir direkt die erste aufbauen. Haben auch bisher nur eine, aber kann man schon mal dafür sorgen, dass wir einmal neue Eier bekommen. Je schneller wir züchten, umso schneller haben wir was davon. Und können im Endeffekt hinter ganz viele schlachten. Was mich daran erinnert, dass ich hier noch einen zweiten Bereich brauchen werde. Das vergesse ich nämlich mal wieder gerne.
Der muss nicht so groß, aber da kommen dann im Endeffekt die Tiere, die neu gewachsen sind und ich schlachten will, kommen dann da rein. Denn damit können wir dann sicherstellen, dass wir die alles, was wir da geschlachtet haben wollen, zusammen haben. Und wenn es ausgewachsen ist, dann schlachten können. Und ich dann nicht den Überblick verliere drüber. Ja, sieht doch gut aus. Yannicks Workshop scheint auch schon fertig zu sein. Das heißt, wir können hier mal einen Stockpile... wenn wir Custom Settings... Ich weiß nämlich nicht, wo ich die drin finde. Chains Flask. Ich wollte hier gar nicht mit Mechanics haben. Ich finde hier aber gar keine gerade. Das heißt, da wirst du scheinbar nicht. Ich habe auch eher in Erinnerung, dass du hier bist. Enable will ich mal. Blocken wir erstmal an und gucken wir dann nach Mechanism. Genau das suche ich. Type können wir alle enablen. Alle allowen. Oh, verdammt. So, nur Mechanism. Qualität und Metal ist alles vollkommen in Ordnung. Und den setzen wir dann nämlich auch mal hier drumherum. So, dann werden alle Mechanics, die wir haben, erstmal direkt da gelagert. Und nicht direkt im Mechanic Workshop selbst. Was du jetzt auch schon welche machen darfst. Na? Hallo? Achso, falsche Taste, ja. Da arbeitet er gerade noch, das ist doch in Ordnung. Das sieht doch alles schon ganz gut aus, so. Das sieht doch alles schon ganz gut aus, so. Sehr schön. Ja, ist natürlich immer in gewissem Maße nicht spannend, dabei zuzugucken, wie ich grabe, aber da ich mir vorgenommen habe, in einem festen Rahmen zu bleiben, habe ich wenig andere Wahl. Ich könnte mich natürlich hinstellen, dass immer wieder alles offscreen machen, aber das werde ich nur hinterher irgendwann machen, wenn es sonst zu knapp wird. Und ich feststelle, oh, ich kriege das so nicht durch. Aber erstmal machen wir erstmal alles onscreen, das ist glaube ich in Ordnung. Und Gott, muss ich hier schnell anfangen zu bauen. Leider haben wir immer noch nicht so viele Steine. Wir fangen hier aber schon mal an. Oder? Ach, wir könnten uns hier natürlich auch einen Holzfußboden reinlegen. Ne, wir fangen noch nicht an. Ich habe nämlich einen anderen Plan. Wir wollen hier einen Stone Stockpile nochmal haben. Und zwar kriegst du nicht alles an Stones. Metal was kriegst du sowieso auch nicht. Claystone auch nicht. Aber Stones, ich möchte nämlich ganz bestimmte haben. Dolomit. Diary finden wir prinzipiell schon, nehmen wir wahrscheinlich das. So, und zwar konnte ich hier sagen, take from other stockpile workshop. Hast du jetzt den vernünftigen ausgewählt? Soll von dem hier nehmen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Sonst kann ich auch noch mir noch die hier oben nehmen. Ja, kann ich. Sehr schön. Wobei ich die ja gar nicht von allen nehmen. Doch, das, ich will von allen nehmen. Ich will, dass alles Diaryt im Zweifelsfall da landet. Und du kriegst auf jeden Fall auch mehr Wheelchairs. Und, ups, da bin ich runtergegangen. Auf jeden Fall kriegst du auch noch... Ich kann mal versuchen, dich mit Fässern voll zu stopfen. Dass wir alles, was wir an Diaryt haben, da rein tun. Wo hatten wir Diaryt denn gefunden? War das hier Diaryt? Nein. Das dürfte ein Metall sein. Magnetite. Ach, das ist nicht mehr grün. Schade eigentlich. Das hier war Schiss, deswegen haben wir so viel davon. Ich befürchte fast, wir haben gar nicht so viel. Dann machen wir das anders. Wir haben hier oben ja auch noch reichlich Claystone. Dann nehmen wir dann statt dem nehmen wir erstmal
Claystone da rein. So. Der ist nämlich auch nicht so schlecht. Gut, vom Wert her ist er nicht optimal, aber das ist ja nicht so wild. Das ist die Frage nur, wo fand er sich drin? Da haben wir ihn, sehr schön. Dann werden wir hier nämlich Blöcke hinterproduzieren und damit dann den Fußboden bauen. Das ist viel Arbeit, dürfte aber ganz gut funktionieren. Make Rock Nest Box, sehr schön, wir können schon mal gucken. Ja, wir haben noch keine neuen, schade. Ja, aber läuft doch ganz gut, würde ich sagen, mit dem, was wir heute erreicht haben, mache ich hier erstmal wieder Schluss. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, und macht's gut.